Hallö, wie praktisch, dass es noch so lange hell ist. Kann man auch mal spontan um 9:45 noch ein Video drehen. Einen aufgebraucht. Ich zeige euch wie immer meine Lieblingskosmetiktücher. Softstar ist eine Eigenmarke von Müller. Und die mag ich besonders gerne. Also zum einen gefallen mir die Tücher sehr gut. Die sind von der Dicke her irgendwie sehr gut handelbar. Ich glaube, das sind vierlagige. Genau, vierlagig und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, in einem zauberhaften Design. Das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt, weswegen ich auch immer gerne bei Müller wieder gucken gehe. Was sie jetzt aktuell irgendwie haben, das, wie gesagt, habe ich jetzt leider schon eine Weile nicht mehr gesehen. Eine Box in dem Dekor, habe aber, solange es sie gab, immer regelmäßig Backups gekauft, damit ich die noch eine Weile habe, weil, wie gesagt, ich finde es irgendwie immer ganz nett, wenn das, was so offensichtlich im Bad rumsteht, auch hübsch aussieht. Dann haben wir vom Body Shop eine Handseife. Das war eine LE mit Birnenduft. Hatte ich, muss in der Winterzeit gewesen sein oder Anfang des Jahres im Sale mal abgegriffen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Von der Pflegewirkung her natürlich nicht so vergleichbar mit der Mandel-Handcreme, die sie da haben. Nicht Handcreme, sondern Handseife. Die ist aber halt cremiger, fühlte sich irgendwie pflegender an. Aber ich hatte bei der auch nicht den Eindruck, dass sie die Hand irgendwie großartig austrocknet. Und beim Body Shop bekommt man ja auch immer ganz ansprechende Düfte. Ich würde es generell, wenn dann eher im Sale kaufen, denn ansonsten ist es natürlich für eine Handseife immer relativ preisintensiv. Da gibt es durchaus, also zum Beispiel auch von Müller, Aveo ist glaube ich da die Eigenmarke. Die haben auch häufig wechselnde Düfte, die mir auch sehr gut gefallen. Und da zahlt man irgendwie für 500 ml, glaube ich, 60 Cent, 69 Cent. Also ist dann bei die Shop in dem Sinne schon eher ein Splurge. Dann habe ich von Biotherm. Bin ja da dabei, wie gesagt, meine ganzen Vorräte so langsam sich ja mal aufzubrauchen, noch entdeckt in meinem Kühlschrank, in der hintersten Ecke versteckt, aus der Le Dommage Reihe, das ist die mit dem schönen Zitrusduft, eine Body Lotion. Habe ich auch jahrelang immer wieder nachgekauft, also generell diese ganze Körperpflegereihe mit dem Peeling, was, wie ihr wisst, mein Lieblingspeeling ist, und wie gesagt, auch die Body Lotion gefällt mir sehr gut. Pflegen zieht trotzdem ganz gut weg, ist selbst jetzt noch bei den wärmeren Temperaturen sehr gut gewesen. Im Winter, wenn man wirklich extremst trockene Haut hat, mag es nicht reichhaltig genug sein, aber für den Rest des Jahres vollkommen ausreichend und wie gesagt vom Duft her halt auch ganz toll, weswegen ich die Linie ja generell sehr mag. Dann habe ich einen Reiniger, und zwar den Gentle Cream Cleanser von MV Organics. Das ist hier die große Größe. Es gibt zwei unterschiedliche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in der anderen 60, 50 oder 60 ml drin sind. Das jedenfalls ist hier die 120 ml. Was ich bei dem auch immer ganz gut finde, ist, dass ihr den, lecker, den Spender halt aufschrauben könnt und dann die Möglichkeit habt, noch den Rest, der sich da bisweilen unten ansammelt, rauszukratzen, um von dem Schätzchen hier nicht zu verschwenden, denn das ist leider auch kein besonders preisgünstiger Reiniger. Ist allerdings mein absoluter Lieblingscreme-Reiniger. Und dann halt auch wieder ein Fall so für den Splurge, dann doch ein bisschen mehr auszugeben, weil, wie ihr wisst, Reiniger. So diese Zeit abends, die man auch wieder damit verbringt, den ganzen Schlons, den man sich morgens ins Gesicht geschmiert hat, wieder runterzuholen, sich dabei irgendwie Zeit zu lassen und so eine Art irgendwie Verwöhnprogramm zu machen. Da ist es mir das dann halt wert. Wie gesagt, ich mag den gerne, der ist extrem effektiv dabei, Make-up zu entfernen, kann ohne Probleme im Augenbereich angewendet werden. Da brennt nichts, da schrubbelt nichts. Lässt sich dann mit einem Waschlappen auch sehr gut abnehmen. Und ich war ja früher nie so wirklich der Cremenreiniger-Fan. Muss sagen, dass das war auch so ein Überraschungsding. Ich glaube, ich hatte das damals auch erzählt. War das erste Teilchen in der Box, die
glaube ich, Carolyn Hirons damals mit Cult Beauty noch gemacht hat, war das drin nicht in der 120, sondern in der kleineren Version. Und ich dachte, naja, muss man ja irgendwann auch aufbrauchen. Also versuchen wir es mal, weil, wie gesagt, Cremereiniger bis dato dann nicht so mein Forte waren. Und war von dem sehr, sehr positiv überrascht. Sonst hätte ich es jetzt, wie gesagt, auch nicht schon ein paar Mal nachgekauft und würde es auch definitiv immer wieder nachkaufen. Schwupp. Dann habe ich von Emma Hardy, die ist ja bekannt eigentlich für den Moringa Cleansing Balm, mal die leichtere Variante ausprobiert, und zwar den Moringa Light oder beziehungsweise das Moringa Light Cleansing Gel, was unter anderem auch helfen soll, ölige Haut ins Gleichgewicht zu bringen. Davon habe ich jetzt nicht so viel bemerkt. Ich habe es halt abends verwendet als Reiniger. Das tagsüber wäre mir das nichts, weil der Gel finde ich in dem Falle so ein bisschen irreführend. Ja, es ist natürlich meilenweit leichter als der Balm, wenn ihr mit dem irgendwie vertraut seid. Der ist ja wirklich sehr heavy duty, also da muss man schon ein bisschen massieren. Da braucht man auch ein bisschen, bevor man ihn runtergewaschen hat. Ist bei dem alles nicht der Fall. Das funktioniert alles wesentlich leichter. Das Einmassieren ist ganz easy peasy. Ich hatte immer eher den Eindruck, das ist so eine Mischung zwischen einem Balm und einem Öl. Aber jetzt, wie gesagt, also unter einem Gel verstehe ich irgendwie was gänzlich anderes. Natürlich, es ist wesentlich leichter als das Balm. Aber vom Verteilen her hatte ich trotzdem immer den Eindruck, dass es noch eine sehr ölige Komponente hat. Natürlich super, finde ich, zum Make-up entfernen. Da funktioniert das wunderbar. Hat, falls ihr, wie gesagt, den Balm kennt, auch diesen typischen Emma Hardy Moringa Duft. Der ist schon ordentlich. Also ist jetzt nicht nur so ein bisschen Tüdelü, sondern Bam in your face, muss man also auch mögen. War auch was, wo ich bei dem Balm früher mal so ein bisschen mit zu kämpfen hatte am Anfang, weil mir das doch bisweilen ein bisschen zu viel Wumms hatte. Ja, was fand ich an dem noch ganz gut? Achso, der hat so einen Vakuumspender. Das heißt, der wandert hoch. Ihr seht hier leider nicht, wenn das Ding leer ist. Also ich habe jetzt wirklich mehrfach gepumpt, da kam nichts mehr raus. Vom Gewicht her war ich etwas verwundert, weil es fühlte sich noch nicht so an, als wäre es tatsächlich schon leer. Lässt sich aber auch nicht irgendwie öffnen, deswegen kann man bei dem jetzt leider nicht so hundertprozentig sagen, ob tatsächlich alles raus ist. Im Vergleich zum Balm würde ich sagen, hat mir das besser gefallen, obwohl ich normalerweise großer Fan von Balmreinigern bin. Aber der von Emma ist mir halt definitiv ein bisschen zu viel. Und deswegen würde ich, wenn, dann eher nochmal auf das Reinigungsgel zurückgreifen. So, von MV Organics habe ich auch noch den Rose Hydrating Mist. Das ist praktisch aus der gleichen Reihe. War ja ein Versehen. Ich weiß nicht, ob ich es damals, ich glaube, ich hatte es erzählt bei dem Haul. Die Sachen hatte ich auch bestellt bei dem Black Friday Haul von Cult Beauty und irgendwie ist bei der Zusammenstellung meiner Bestellung im Warenhaus irgendwas durcheinander gegangen, weswegen ich statt des Cremereinigers irgendwie diesen Mist zugeschickt bekommen habe. Mist. Es ist kein Mist, dieses Spray zugeschickt bekommen habe. Und was hatten sie noch vertauscht? Ich glaube, statt einem Primer, den ich haben wollte, kam dann irgendwie von einer anderen Marke eine Foundation und so. Also es war halt irgendwie alles ein bisschen sehr durcheinander. Sie haben es aber vom Kundenservice her, nachdem ich angemerkt habe, dass mir da so zwei, drei, fünf Sachen fehlen, sofort korrigiert, haben eine neue Bestellung oder ein neues Päckchen irgendwie zusammengepackt mit den Ersatzteilen und ich durfte die anderen Dinger dann auch noch behalten. Also hatte, glaube ich, euch auch gesagt, hatte nachgeguckt, dass der Rose Hydrating Mist, glaube ich, irgendwas um die 40 Pfund kostet. Also jetzt auch beileibe kein Schnapper, von daher ist das schon mal ganz nett. Den mochte ich auch wirklich gerne. Das ist ja schon wieder so kritisch. Wenn einmal was geschenkt wird und das dann auch noch gut ist. Allerdings verwende ich jetzt aktuell gerade von Josh Rosebrook den Hydrator und muss sagen, dass der mir noch einen Ticken besser gefällt. Und ich glaube, er ist auch noch ein bisschen günstiger, weswegen ich wahrscheinlich, wenn ich ihn nachbestelle, dann eher den nehmen werde. Wie auch immer, also wenn man so fancy Sprays mag und so und dafür gerne Geld ausgibt, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Also duftet auch tatsächlich nach Rose.
Ganz dezent, hat die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich habe sie mal direkt, also nach dem Reinigen, Toner aufgetragen und das dann halt gleich drüber gesprüht und da gleich die Serien hinterhergeballert. Hatte den Eindruck, dass das tatsächlich nochmal so ein bisschen an Feuchtigkeit zusätzlich in die Haut bringt. Und von daher kann man das auf jeden Fall machen. Ach, ein leckerer Duft. Tschüss. Toni Moly Green Vita Soothing Toner habe ich ganz normal als Toner morgens und abends nach der Reinigung verwendet und habe bei dem jetzt keine großartigen, weil sie sagen Brightening Care, nichts großartig festgestellt, dass ich da was an meinem Hautbild getan hätte. Aber ehrlich gesagt erwarte ich von so einem normalen Toner jetzt auch nicht wirklich viel. Ich habe einfach irgendeinen Toner gebraucht gesucht und habe den, glaube ich, auch auf eBay damals irgendwie gefunden. Da findet man Toni Moly bisweilen immer noch etwas günstiger als bei anderen. Ich glaube, bei Douglas bekommt ihr die ja auch. Und ja, den irgendwo günstig abgeschossen. Und wie ihr wisst, ich verwende halt immer Toner auch. Wenn das so ein umstrittenes Thema ist, muss man, muss man nicht. Ich finde es irgendwie als Abschluss der Reinigung immer besser. Und deswegen mache ich das auch einfach weiter so. So, dann hatte ich euch ja erzählt von der Body Shop Handseife in dem Mandelduft. Hand and Nail Conditioning Wash. Also passend zu der Handcreme, die euch vielleicht eher geläufig ist, die es ja schon seit Jahren gibt. Ich habe also da noch nie eine Handseife von gesehen, muss aber auch sagen, dass ich letztes Jahr war das, glaube ich, als ich dann das erste Mal nach ewigen 3 Tagen wirklich wieder in einem Body Shop im Laden drin war. Sonst habe ich ab und an online mal geguckt, aber jetzt auch nicht großartig zugeschlagen, weil ich doch ganz gerne gerade so bei bedufteten Sachen dann in Persona mal dran schnuppere. Weil bisweilen ja so die Vorstellung von dem, wie zum Beispiel so ein Pfirsich zu riechen hat, dann doch auseinandergehen können, erstaunlicherweise. Ja, also bei vielen Duftbeschreibungen denke ich mir dann immer, ja, klingt super. Und wenn ich dann dran schnupper, denke ich mir so, ne, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Deswegen, gerade weil die Sachen auch dann doch etwas teurer sind, schnupper ich da ganz gerne mal dran. Und wie gesagt, bei der Mandelreihe wusste ich ja, dass ich den Duft sowieso ganz toll finde. Erzählt es ja auch immer jedem, der es nicht hören will, wie sehr ich irgendwie Marzipan liebe und von daher halt auch diesen Duft extrem mag und fand die Handseife auch wirklich toll. Also wie gesagt, sehr pflegend, hatte den Eindruck, dass es halt wie so eine Cremeseife ist, eben dann die Haut nicht ganz so doll austrocknet, auch wenn man sich halt häufiger die Hände wäscht, was ja momentan wahrscheinlich alle tun. Und von daher, ich bin etwas bedrückt, dass es die scheinbar aktuell nicht gibt. Vielleicht ist das wieder so ein typisches für die Wintersaison rausgebracht und ich hoffe, dass es dann auch jetzt im kommenden Winter wieder im Programm sein wird, denn dann würde ich auf jeden Fall, so sie dann wieder in den Sale geht, da auch zuschlagen, denn die habe ich auch irgendwie dann für so ein Apfel und ein Ei, weiß nicht, 50% off im Laden dann irgendwie gleich einen größeren Sack, aber leider nicht allzu viel oder nicht genug Vorrat angelegt davon. Beim nächsten Mal weiß ich besser. So, dann habe ich das Vanilla Pumpkin Shower Gel aufgebraucht. Die Duftzusammenstellung für mich dahingehend etwas ungewöhnlich, weil ich normalerweise alles, was so mit Pumpkin zu tun hat, überhaupt gar nicht haben kann. Im Gegenteil, es wird mir bisweilen von einigen Duftkombinationen tatsächlich auch richtig schlecht. Falls Josi zuguckt, sie wird es nicht verstehen können, aber ich habe ihr damals eine Kerze vermacht, die ich vom Body Shop, nee, nicht vom Body Shop, sondern von Bath & Body Work gekauft hatte. Hatte die damals, glaube ich, auch nur online bestellt. Die Beschreibung klang irgendwie ganz ansprechend und als das Ding ankam, dachte ich nur so: Hölle. Geht überhaupt gar nicht. Ich habe sie dann weiter vererbt, weil sie halt jemand ist, der diese Kürbisdüfte sehr mag, die ganzen Halloween-Dinger und von daher war die Kerze bei ihr dann wesentlich besser aufgehoben als bei mir. Also wie gesagt, ich war dann echt erstaunt, dass mir dieser Duft gefallen hat, aber hey ho. Von daher weiß ich nicht, wenn sowas dann im Fall, also im Herbst wieder rauskommen sollte, würde ich da tatsächlich auch mal wieder dran schnuppern. Das war jetzt erstaunlich. Weiß auch nicht genau, warum ich an dem Teil geschnuppert habe, weil wie gesagt, normalerweise Pumpkin ja nicht so meins ist, aber irgendwas hat mich animiert und dann dachte ich, na gut, mal kurz den Rüssel ran, würde ich nicht gleich umbringen und
Siehe da, hat mir so gut gefallen, dass ich mir, glaube ich, gleich zwei mitgenommen habe. Waren übrigens auch reduziert, deswegen ich hatte mich da, glaube ich, mal so ein bisschen durch das Sale-Regal beim Shop durchgeschnippelt und da ein paar Sachen entdeckt, die ich sehr gut fand. So, dann ein Teilchen, was ich auch schon mehrfach nachgekauft habe, und zwar von Youth to the People, den Kale and Green Tea Spinach Vitamin Superfood Face Wash Gelreiniger. Jetzt nicht viel von zu sehen, weil Glasflasche und so mit Pumpspender, der kommt übrigens separat. Wenn ihr das Teilchen bekommt, schraubt das dann erst zusammen, was ich auch ganz gut fand. Der war jetzt neulich, habe ich gesehen, bei Sephora auch mal wieder im Sale für knapp 22 Euro. Normalerweise kostet der 30. Ich liebe den ja sehr als Morgenreiniger. Hat auch so ganz tollen grünen, frischen Duft, so einen dezenten, schäumt kaum. Ist also sehr verträglich für die Haut, trocknet nicht aus. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal bei Sephora, als es noch US-Sephora war, wo wir rangekommen sind. Mittlerweile wird man ja generell irgendwie immer auf die deutsche Webseite umgeleitet. Jedenfalls in den guten alten Zeiten, als ich noch meinen jährlichen Sephora VIB-Haul gestartet habe, da hatte ich, glaube ich, irgendwann mal ein Set von denen ausprobiert und ja, habe mich dann in den Reiniger auch tatsächlich verliebt. Und wenn er dann jetzt hoffnungsvollerweise dieses Jahr auch wieder im Sale ist, weil es war jetzt auch zum Black Friday, glaube ich, bei Sephora, wo sie dann wieder 30% auf Pflege gegeben haben, 30% Rabatt, und da habe ich mir gleich irgendwie zwei zugelegt, weil ich einfach wusste, dass ich den ständig verwende. Habe also noch einen zweiten, wie gesagt, ich gehe jetzt immer so ein bisschen meine Vorräte durch, nehme immer mal hier so den einen und da mal den anderen, versuche aber konsequent irgendwie nicht 30 Sachen gleichzeitig aufzumachen, sondern so nacheinander dann aufzubrauchen, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn man irgendwie 20 angefangene Flaschen rumzustehen hat, ne? So, dann habe ich von Paula das Super Antioxidant Serum mit Vitamin C aufgebraucht. Da hatten sie ja, hatte ich euch, glaube ich, auch schon beim letzten Aufgebraucht gezeigt. Ganz früher mal, oder vielleicht gibt es mittlerweile auch zwei Varianten davon, kam es in der Tube, dieses Serum. Und war, stand zumindest damals drauf, für alle Hauttypen gedacht. Jetzt kommt es irgendwie in so einem Pumpspender, auch so einem Vakuumteilchen, lässt sich auch nicht öffnen, ist irgendwann halt einfach leer, puff, morgens festgestellt, pülüm pülüm, kommt nichts mehr raus. Und jetzt steht drauf, dass es für normale bis trockene Haut ist. Hat mich etwas gewundert, denn so von der Textur her und allem habe ich keinen Unterschied festgestellt zu dem, achso, vielleicht soll ich euch das nochmal etwas besser zeigen, zu dem Produkt, was damals in der Tube kam. Also fühlt sich immer noch genauso an, also ein bisschen silikonig, verursacht bei mir aber trotzdem keine Pickelchen, weil das habe ich öfter mal, wenn ich Produkte habe, die sehr silikonlastig sind, dass ich dann so einen Mitesser bekomme rund um die Nase. Das behagt meiner Haut dann scheinbar nicht so. Und ja, wie gesagt, das muss man halt ein bisschen einziehen lassen, ist wie gesagt etwas gewöhnungsbedürftig, hat vermutlich auch damit zu tun, dass da Vitamin C drin ist, da scheinen ja die Produkte dann generell von der Textur her immer so ein bisschen nicht ganz so doll zu sein. Also man erinnere sich vielleicht noch an diese Paste von Ordinary, an diese Gritty Paste, das war ja auch beim Auftragen nicht wirklich ein Freudenfest, und also ist natürlich kein Vergleich mit dem, das lässt sich irgendwie wesentlich besser verteilen und so weiter. Ist aber wie gesagt dieses sehr silikonige, muss man dann halt irgendwie auch schon mit leben können. Ich kann es, ich habe glaube ich auch noch ein Backup davon. Bin aber auch gespannt, ihr habt ja gesehen in meinem letzten Haul, also das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, dass ich in dem Set von Caroline, was sie jetzt selber herausgebracht hatte, dass ich da auch noch andere Vitamin-C-Kapseln irgendwie als Produkt in so einer Art, ich glaube, nee, es war auch eine Full-Size, es war gar nicht eine Reisegröße, also Vitaminkapseln irgendwie mit drin hatte. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die eben von der Textur her sind, ob sich das unterscheidet, ob mir die vielleicht besser gefallen, weil ich so schon ganz gerne immer mit einem Vitamin-C Produkt irgendwie in meiner Routine rumspiele, und ja, deswegen, also ansonsten würde ich das halt wieder nachkaufen, weil das schon seit Jahren irgendwie immer ganz gut funktioniert bei mir. Ja.
Urban Echo, die Harakeke Ampoule von The Same, habe ich auch schon mehrfach nachgekauft. Das ist auch so ein typisches eBay-Produkt, wo man das relativ günstig, ich glaube so um die 12, 13 Euro bekommt. Was ich an dem ja immer so mag, ist dieser fancy Spender, der praktisch, wenn ihr das Teilchen aufdreht, das Produkt dann gleich hochschlürft in der Pipette, sodass ihr nur noch oben rauf drücken müsst. Und das gleiche dann, wenn das zudreht, saugt er halt auch wieder an fürs nächste Mal. Die mag ich wirklich gerne, weil die halt auch die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Benutze ich immer ganz gerne so als Zwischenschritt nach dem Toniger, wie gesagt, nach dem Toner, wie gesagt, so ein Feuchtigkeitsspray. Dann haue ich mir das Teilchen drauf, weil das sehr dünnflüssig ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das bei mir lange auf der Haut sitzt, sondern relativ schnell einfach eingezogen ist. Und dann haue ich, wie gesagt, aufgrund des Silikonanteils hier Paula noch drüber. Und fertig ist die Laube und dann halt natürlich noch meinen Sonnenschutz drüber. Aber so eine richtige Standardcreme überlege ich gerade, habe ich jetzt selbst im Winter, wobei wir ja nicht wirklich einen Winter-Winter hatten, verwendet, sondern tatsächlich immer nur Seren, Lagen von Seren und dann halt irgendwann einen Sonnenschutz drüber. Und fertig war die Gesichtspflegeroutine. So, was habe ich da? Achso, ja, von Müller habe ich jetzt mal ausprobiert. Normalerweise kaufe ich immer bei DM meine Wattestäbchen. Ich habe jetzt mal die von Müller probiert. Duchesse Wattestäbchen, 160 Stück. Baumwolle mit Pappstiel und so weiter. Die mochte ich wirklich sehr gerne. Ich habe den Eindruck, dass da die Köpfe fester gebunden sind. Also ich nehme die ja dann ganz gerne auch so ein Wattestäbchen irgendwie zum Korrigieren und Ausgleichen, wenn ich irgendwie rumgeschmunzt habe und hier um meine Augenbrauen dann irgendwie mal so ein bisschen von Foundation zu befreien und so weiter. Und da habe ich, wie gesagt, den Eindruck bei denen, dass das irgendwie besser funktioniert. Gerade wenn man die dann ein bisschen anfeuchtet, gehen die Teilchen von Evelyn doch bisweilen mal so ein bisschen buschig auseinander. Und das bleibt irgendwie besser in Form. Also um, wie gesagt, solche Korrekturarbeiten zu machen. Von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen. So, was habe ich denn da noch? Ich hatte bei Clarins irgendwann, es gab mal so eine, ich glaube sogar bei Instagram, irgend so eine Anzeige von wegen, hier kannst du dich bewerben, neues Produkt ausprobieren. Und zwar haben die eine Mission Perfect Augencreme. Das ist so eine Mischung zwischen Augenpflege und Concealer rausgebracht mit Acerola. Hilft eben auch die Augenschatten abzudecken, weil das kriege ich hier noch was raus. Also ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es hier so halbwegs erkennen kann. Ihr seht vielleicht ein bisschen, das ist halt getönt. Relativ dunkel getönt sogar, finde ich. Also für jemanden, der halt so käsig ist wie ich. Hat einen leichten orangen Unterton, macht sich deswegen aber wirklich super, fand ich im Augenbereich, um eben die Augenschatten abzudecken. Und ich finde das jetzt eben ganz praktisch. Ich habe ja eine sehr trockene Augenpartie und für mich ist das deswegen auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe oder muss meistens mehrere Schichten von Augenpflege aufbauen. Also das heißt, wenn ich irgendwie das erste Mal aufgetragen habe während der normalen Routine, wenn ich dann mit meinem Make-up so weit bin, dass ich dann irgendwie den Concealer aufpacke, haue ich meistens noch mal eine Portion runter, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich sonst nicht genug Feuchtigkeit im Augenbereich habe. Und da ist das natürlich ganz toll, weil das jetzt sozusagen den Schritt, einen Korrektor aufzutragen, nochmal über der Augencreme und dann den Concealer drauf zu packen, jetzt sozusagen zusammengefasst hat. Das heißt, meine Augenpartie kriegt nochmal eine ordentliche Portion Feuchtigkeit und Pflege, hat aber gleichzeitig halt schon diesen Tint. Theoretisch, wenn ich jetzt nicht so mega nödelig wäre, könnte ich auch sogar ohne Concealer auskommen. Ich finde halt, wenn ich eine Foundation trage, die eine relativ hohe Deckkraft hat, dann sieht es ein bisschen komisch aus, wenn der Augenbereich dann halt nicht so perfekt Make-up-mäßig aussieht wie der Rest des Gesichts, wenn eine Foundation eher mittlere Deckkraft hat, man eben noch so die ein oder andere Stelle sieht, dann finde ich, geht das schon eher klar. Aber wie gesagt, ja, von denen habe ich jetzt noch
drei oder vier Sachets. Man kommt mit so einem Teilchen auch erstaunlich lange hin. Da ist nur 1 Milliliter drin, aber trotzdem habe ich das, glaube ich, 4 Wochen durchgehend verwendet. Immer morgens. Ist jetzt aber auch nicht so ein Make-up-Ding. Also ich glaube, das können halt zum Beispiel auch Männer, die Angst davor haben, geschminkt auszusehen, wunderbar benutzen. Das können irgendwie Frauen benutzen, die keine Lust haben, sich großartig irgendwas ins Gesicht zu schmieren. Also es ist jetzt nichts, was ich tatsächlich als Make-up irgendwie im Gesicht dann irgendwie so auskundig machen würde, wo ich dann denke, so, ah, der sieht ja irgendwie geschminkt aus. Nee, das gleicht halt, wie gesagt, einfach nur das Hautbild gut aus. Von daher kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Noch ein zweites. So, dann habe ich von Kiehl's den Amino Essence Conditioner mit purer Kokosnuss und Jojobaöl, silikonfrei aufgebraucht. Mit 30 Millilitern kam ich, glaube ich, so 3 Haarwäschen hin. Muss aber auch zugeben, dass ich wirklich Conditioner sehr verschwenderisch verwende. Immer eine ordentliche Portion rein, das ist wahrscheinlich viel zu viel, aber bei meinen trockenen Haaren denke ich mir dann manchmal auch immer, so viel hilft nur viel. Und mit dem bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Ich glaube, ich hatte den auch schon mal in der Originalgröße. Ja, also wie gesagt, ich mag zum einen Duft, zum zweiten die Pflegewirkung. Von daher, wenn jemand trockene Haare hat, kann man auch mit dem nichts falsch machen. So, und dann habe ich noch eine Foundation und zwar von Hourglass, die Immaculate Liquid Powder Foundation. Die habe ich schon mal vor 30.000 Jahren gehabt. Übrigens in der Farbe Blanc, die mir erstaunlicherweise dann tatsächlich zu hell war. Also das war wirklich weiß wie die Wand weiß. Und die habe ich dann jetzt zum Mischen genommen, weil ich, warum auch immer, bei einer anderen Foundation, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass das der richtige Farbton ist, eigentlich viel zu dunkel gegriffen habe. Die beiden haben sich jedenfalls ganz gut ergänzt. Die hatte ich ganz früher schon mal, da kam sie in einem Pumpspender und ich habe den Eindruck, dass, also entweder habe ich die ganz anders in Erinnerung oder es liegt daran, dass ich früher Foundation immer mit einem Pinsel aufgetragen habe und ich verwende ja jetzt schon seit ziemlich langer Zeit nur noch von Real Techniques die Make-up-Schwämmchen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht mehr mit dem Pinsel versucht, also lag dann vielleicht auch an mir. Aber jedenfalls, ich hatte die anders in Erinnerung, wesentlich deckender und als ich die das erste Mal aufgetragen habe, weiß ich noch, also zum einen dachte ich mir bei der Farbe, wow. Und dann hatte ich auch den Eindruck, dass die 0, nichts irgendwie verschwunden war und so überhaupt gar keine Deckkraft auf meinem Gesicht hinterlassen hat und ich mir das hätte auch eigentlich irgendwie sparen können. Weswegen ich ja dann angefangen habe, die halt zu mischen, weil Hourglass, wie ihr wisst, ist nicht gerade eine günstige Marke und das Ding dann in die Tonne zu kloppen hätte, da hätte mir dann doch das Herz geblutet. Von daher war es ganz gut, dass ich eine Variante gefunden habe, um wie gesagt zum einen die andere Foundation aufzuhellen und was ich dir allerdings wirklich lassen muss, das habe ich jetzt festgestellt, gerade bei den Tagen, wo es dann so warm ist, also dieses typische, wenn ihr eine Sonnenbrille tragt, dass die Foundation sich dann halt hier ablöst. Also das hatte ich relativ wenig, wenn ich die mit reingemischt habe. Ich weiß, dass die andere Foundation von der Haltbarkeit her okay ist, aber definitiv nicht so gut wie in Kombination mit dem Teilchen. Da ich mir jetzt aber per se nicht mehr eine Foundation kaufen möchte, nur um die mit irgendwas anderem zusammenzumischen, kann ich die halt leider nicht mehr empfehlen, würde sie eben auch nicht mehr nachkaufen. Wie gesagt, ich habe sie jetzt eben nicht mit dem Pinsel versucht, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht das Problem war. Die Version, die ich früher hatte, so wie ich sie noch in Erinnerung habe, war halt anders und war eigentlich auch der Grund, warum ich sie überhaupt noch mal nachgekauft habe. Ja, das dazu. Dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut und bis bald. Tschüss!